you dress up to get love. But guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make. Okay Leute, ich bin jetzt beim Nägel machen und das sind meine Nägel vorher. Die sind so ein bisschen nude-haftig und die liebe Mary hat mir ein Geschenk gemacht. Das ist so süß. Hier, da ist Schokolade und ganz viele süße Sachen drin. Das ist die Süße. Richtig cute und ich weiß gar nicht, was für Farben ich machen soll. Magst du was trinken? Ich überlege, ob ich jetzt auch wegen Weihnachten rot machen soll, aber... Rot ist schön. Kannst du auch matt oder so machen? Nee, magst du was trinken? Nee, danke. Mhm. Wie willst du die von der Länge von der Form? Genauso wieder wie vorher, also kurz. Kürzen? Ja. Welches Rot nimmst du immer? Das ist eher knalliges oder so ein bisschen so eine Mischung. So, ich habe mich für Rot entschieden. Das ist einfach das erste Mal, dass ich rote Nägel habe. Aber es sieht richtig schön aus. So Leute, ich habe jetzt auch meine Wimpern gemacht und rote Nägel, an die ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewöhnen muss. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zum Jumeirah Store, weil wir da ein paar Bilder machen. Und davor muss ich auf jeden Fall was essen, weil ich habe heute einfach noch nichts gegessen. Ich sterbe vor Hunger. Dann mal schauen, was der Tag noch bringt, ne? Ich hoffe einiges. Ah ja, ich wollte zum Sport gehen. Mal schauen, ob es passiert. So, ja. Leute. Wir shooten die ganze Zeit. Ich darf euch nur nicht meinen Hoodie zeigen, aber ihr werdet den die nächste Woche schon sehen. Und ja, wir shooten jetzt weiter. Der liebe Besen ist auch dabei, aber der sitzt vorne irgendwo. Und ja. So, ich bin wieder zu Hause. Ich muss mich kurz abschminken, weil ich mich mega unwohl fühle. Und ja, dann gehe ich ins Kino. Ich gucke nämlich Anno und User 2. Bin richtig gespannt, wie der Film ist. Ich fand Anno und User 1 nämlich richtig, richtig gut. Ich hoffe, der zweite Teil enttäuscht mich nicht. Warum, wenn ihr Hals juckt richtig? So, das ist jetzt mein Outfit. Ich habe wieder meinen Balenciaga-Pulli an. Diese Adidas-Jogger-Hose und meine neuen Adidas-Schuhe. Woher die Sachen sind und natürlich auch ein Rabattcode. Der wird euch bald erwarten. Ich suche jetzt gerade mein Parfüm, weil ich stinke ein bisschen. Hey, schöne Ohrenschütze hast du hier. Ist da ein Kennzeichen drauf? Zeig doch. Hast du keine Hose, keine Jacke? Passt, danke. Lecker. Schmeckt das? Also, welche Film gehen wir jetzt, Leute? Wie heißt das? Darknet? Darknet, ne? Nee. Nein. Dark Web. Dark Web. Ja, aber Dark Web heißt das. Weißt du, worum das geht? Hast du deinen Computer, glaube ich, gefunden? Ja, ich habe den ersten Mal schon gesehen. Ich auch, das war krass, ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, du darfst mit der Kamera nicht rein, deswegen mach die lieber aus. Gerüchte über ein Team. Das einfache Volk bringt zu ihm auf. Das ist ja vorbei. Jegliches Gerede über ihn kommt damit zu mir. Ja, ich bin ja das Gesetz. Nur eines hält ihn an der Macht. Das hey! People. Good morning. Ja, wir haben schon morgens, ich bin gestern einfach eingepennt. Was ich bemerkt habe, ist, dass ich kein Videomaterial habe von gestern. Also es sind nur 4 Minuten, das könnte ich hochladen, aber möchte einfach was Längeres für euch haben. Und ich muss heute unbedingt wieder auf die Sonnenbank. Ich war, glaube ich, einen Monat oder so nicht mehr. Das ist übrigens mein Frühstück. Die Ordentlichkeit von meinem Zimmer hat, ich glaube, 2 Tage gehalten. Auf jeden Fall habe ich gestern noch 2 Teile bei Jumeirah bekommen und wollte mit euch einfach ein bisschen über meine Ausbildung quatschen, weil ich das jetzt viel unter meinen Kommentaren gesehen habe. Wie findet ihr die? Die sind gelb. Yellow, grey.
es gibt nur noch 41. Ich fange mal so an, dass es eine Akademie in Köln ist. Es ist ein Ausbildungsgang, der 3 Jahre geht. Und wir haben halt 3 verschiedene Ausbildungsgänge. Wir haben einmal den Ausbildungsgang Veranstaltungskauffrau, Kaufmann, Mediengestalter und das, was ich mache, Marketing, Kommunikation im Bereich Online-Influencer-Marketing. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich halt zurzeit noch in der Schule. Ich sollte eigentlich ab dem 1.11. schon im Praktikum sein, aber ich hatte irgendwie Bock auf Schule. Und da wir irgendwie nur 4 Leute bis jetzt in der Klasse sind von Marketing, Kommunikation, die anderen haben da mehr, konnten wir uns einfach entscheiden, weil noch 3 gar keinen Praktikumsplatz gefunden haben, dass ob wir jetzt noch bis Januar Schule machen oder halt schon ein Praktikum gehen. Und ich wollte dann einfach zur Schule und bin jetzt, je nachdem, bis Januar halt in der Schule. Meine Schule ist von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, montags bis mittwochs. Und donnerstags ist halt, jetzt zum Beispiel bei den Veranstaltungskaufleuten, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Event planen, dann machen wir das donnerstags. Dann planen wir den ganzen Tag zusammen, bauen auf, bauen ab. Dafür sind dann die Donnerstage. Und wenn da nichts ansteht, haben wir halt meistens frei. Freitags ist praktisches Lernen bei uns. Das heißt, wir sollen eigenständig zu Hause lernen. Das ist einfach so dafür gedacht, dass wenn... Es gibt ja auch Leute, die noch arbeiten gehen wollen. Und dafür ist halt dann der Freitag gedacht. Das Ding ist, dass es halt eine private Ausbildung ist. Das heißt, sie kostet Geld. Und es ist nicht wenig Geld. Es sind, glaube ich... je nach Ausbildungsgang 16.000 bis 20.000 für die 3 Jahre halt. Muss man ja nicht alles auf einmal zahlen, sondern monatlich. Es gibt aber auch Stipendien, die verteilt werden. Also im Januar zum Beispiel. Jetzt ist wieder ein neuer Career-Tag. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Da kann man halt den Eignungstest machen. Und wenn der über 90% ist oder so, bekommt man ein Stipendium. Ich weiß jetzt nicht die genaue Prozentzahl, aber ab einer Prozentzahl bekommt man halt ein Stipendium. Es gibt auch ein Halbstipendium, wo dann einfach die Schule euren Preis übernimmt. Man hat dann eben 1 Jahr durchgängig Praktikum oder Schule, dann 1 Jahr durchgängig. Also wenn ich jetzt 1 Jahr Praktikum habe, habe ich im nächsten Jahr 1 Jahr Schule und dann jeweils ein halbes Jahr. Und halt die Klausurvorbereitungen für die IHK. Und ich muss sagen, es ist kein normaler Unterricht wie in der Schule. Es ist viel gechillter und einfach komplett anders. Und für mich waren halt in der Schule nie die Themen interessant. Es hat mich irgendwie nie interessiert. Aber wenn ihr in so einer Ausbildung seid, dann wollt ihr das auch später machen und dann interessiert das euch einfach automatisch viel mehr. Im Januar beginnt dann mein Praktikum für 1 Jahr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann euch gerne mal die Internetseite von der Akademie in die Beschreibung tun, damit ihr es mal abchecken könnt, falls ihr irgendwie im Januar auch kommen möchtet. Also es gibt mehrere Tage. Jetzt im nächsten Jahr. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal, was ich von Jamaica ergattert habe. Und dann beginne ich auch schon mit dem nächsten Vlog. Das ist jetzt das erste Kleid, also das einzige Kleid, aber das erste Stück, was ich von Jamaica gestern bekommen habe. Das ist mega, mega schön. Das ist voll die schöne Farbe auch. Ja, das ist etwas länger. So ein bisschen neonmäßig. Das könnt ihr hier auch ganz zumachen. Es geht gerade irgendwie nicht. So, das könntet ihr auch so tragen. Das ist halt so ein sportliches Kleid. Und dieses Oberteil ist das zweite Stück. Das ist so ein Lila, aber so ein richtig schönes Lila. Ich weiß nicht, warum das gerade irgendwie blau aussieht. Ja, das ist einfach so. Ich bin so ein... Also ich liebe momentan dieses Wollkragenhaftige. Und von der Länge her ist es auch perfekt. So für High-Waisted-Hosen oder so. Das endet hier einfach richtig gut. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der kleine, aber feine Vlog gefallen. Ihr müsst wissen, es ist wirklich sehr, ja, schwer, jeden Tag zu filmen und jeden Tag hochzuladen. Bevor ich das Video beende, möchte ich natürlich noch jemanden von euch grüßen. Und heute ist es Jeren Korochu. I'm sorry, ich kann's, also ich glaube, ich habe es falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall grüße ich dich.
Und ja, sie hat geschrieben, ob ich mal einmal meine Jacken in einem Video zeigen kann. Falls euch das auch interessiert, dann gebt ihm wieder einen Daumen hoch oder schreibt es mir in die Kommentare, damit ich weiß, dass es euch interessiert. Ich habe nämlich sehr, sehr viele Jacken. Ich war gestern kurz davor, eine neue zu holen von Jamera, aber ich dachte mir, okay, Mismim, stopp, du hast zu viele. Aber ja, ich habe einige, die ich euch zeigen könnte. Und ja, falls du da draußen auch gegrüßt werden möchtest, alles, was du tun musst, ist ein Abonnent meines Kanals zu sein, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn du die Glocke aktiviert hast, zu kommentieren, dass du sie aktiviert hast, damit ich das natürlich sehe. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende und bis denne.